Moin zusammen, hier ist euer Uri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier in unserer kleinen neuen Siedlung, wo jetzt in der Zwischenzeit alle Wohnhäuser, ja, noch relativ einfache Wohnhäuser, aber auf jeden Fall sind diese jetzt soweit errichtet. Das heißt, ja, die Zufriedenheit sollte hier eigentlich steigen, ist jetzt bei 90%. Komfort ist hier noch ein Thema, dürfte aber, sobald hier dann die letzten Leute eingezogen sind, eigentlich dann soweit geklärt sein. Schaut mal, 94%. Dann haben wir hier die nächste Aufgabe gelöst, beziehungsweise den nächsten Ratschlag befolgt. Und dann dürften wir hier mit Zuwanderung für unser kleines Dorf rechnen. Die können wir gut gebrauchen, denn hier gibt es jede Menge zu tun und sehr viel Land, was von uns hier erschlossen und besiedelt, ausgebaut und für unser kleines Dorf hier in Beschlag genommen werden möchte. Huch, einmal kleiner Blick aus dem Wald. Sehr schön, wie das hier so entsteht. Wir sehen auch, unsere Holzfäller sind tatsächlich schon sehr, sehr fleißig. Ja, und da stelle ich mir vielleicht schon die Frage, ob wir zumindest hier ein Forsthaus schon mal bauen sollten für einen Förster. Denn am Ende des Tages, klar, wachsen so keine Bäume nach. Die Wege für unsere Holzfäller werden dann auch immer weiter. Das Ganze wird dann natürlich auch ineffizienter. Schauen wir mal auf so ein Forsthaus, was man vielleicht hier so an Rand unseres Gebiets stellen kann. Vielleicht nicht so direkt hier vor dieses Mineralvorkommen. Auch nicht außerhalb des Territoriums. Bauen wir das erstmal hier. Baumeister, sollten wir da noch genug zur Verfügung haben. Hier hoffe ich, kommt es nicht zu einem Nachbarschaftsstreit, denn es ist doch relativ eng gebaut worden. Also der Weg hier zu dem Haus, der ist ein wenig verstellt hier durch diesen wunderbar geflochtenen Weidenzaun. Na gut. Aber die werden sich da schon irgendwie geeinigt haben, werden das vorher besprochen haben. Oder vielleicht ist das doch noch unseren noch etwas unerfahrenen Baumeistern geschuldet. Ich weiß es nicht genau. So sieht's aus. Wir scheinen hier noch einen Bewohner irgendwo zu haben, die noch nicht ganz Waldrahmen. Doch jetzt. Wunderbar. Oh, da kommen schon Neuankömmliche. Da kommen sie anspaziert. Sehr schön. Wie weit ist denn ihr Weg? Von wo kommen sie denn? Hier müssen sie über diesen Hügel rüber. Oh, das ist aber ganz schön weit, oder? Oh ja, oh ja. Das ist ein weiter Weg. Hier, durch die dunklen Wälder müssen sie wandern. Diesen ganzen Weg entlang. Hier über die Hügel, zwischen den Tälern hindurch, bis in unser Dorf. Na gut. Wir können uns einen neuen Ratschlag anhören. Wir sollen von Handel profitieren. Ein geschäftstüchtiger Dorfbewohner schlägt vor, dass ihr eine Handelsroute zu eurem nächsten Nachbarn Northbury einrichtet. Dies wird euch erlauben, Ressourcen zu verkaufen und Waren zu importieren, die ihr nicht selbst herstellen könnt. Ihr solltet mit Brettern beginnen, da Northbury diese braucht. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Wir sollen ein Lagerhaus errichten und Bretter dem Lagerhaus zuordnen. Und ein Lagerhaus erst einmal auch erwerben hier im Almanach. Das ist, glaube ich, hier bei Fortschritt genau ein Lagerhaus. 25 Gold kostet uns das, können wir uns momentan aber gut erlauben. Na, das kaufen wir erstmal. Und dann schauen wir mal hier auf das Lagerhaus. Das braucht 10 Stein, das ist nicht das Problem, aber das braucht, wenn ich das richtig sehe, Bretter und nicht nur einfache Baumstämme. Das heißt, dann müssen wir vorher hier ein Sägewerk, genau. Wir müssen vorher ein Sägewerk errichten, das dann aus Brettern oder andersrum aus Holzbrettern macht. Sehr gut. Oh, auch das hat negativen Einfluss auf seine Umgebung. Ja, entsprechend sollten wir das auch nicht so nah an unser Dorf stellen. Vielleicht auch nicht so nah ans Wasser, aber vielleicht doch relativ nah auch hier an unsere Holzvorkommen. Hier sind die Zugänge. Stellen wir das Sägewerk hier mit
So ein wenig in den Wald. Okay, dann muss das erstmal errichtet werden. Was machen unsere Neuankömmlinge? Naja, da wandern sie gerade runter. Sehr gut. Sind aber fleißig. Sehr schön. Gut, und das Lagerhaus können wir uns ja schon mal überlegen. Klar, das Sägewerk hat jetzt erstmal Priorität und dann müssen sogar erst Bretter hergestellt werden, aber dennoch. Wir müssen hier unter Produktion Logistik nehmen. Ein Lagerhaus. Oh, und auch das hat negativen Einfluss. Aber ich denke mal, so in diese Richtung wird das Dorf erstmal nicht weiter wachsen. Vielleicht noch bis hier unten. Wie schaut denn die Attraktivität aus im Moment? Hier geht's noch. Ja, vielleicht errichten wir es dann hier so, das Lager. Das bauen wir und pausieren es aber erst nochmal. So, die Neuankömmlinge sind da. Sehr schön. Dann lasst ihr uns doch mal willkommen heißen. Sehr schön. Guten Tag. Hallo. Einer von euch wird hier Förster. Und dann müssen wir hier. Hier würde ich dann den Waldabbaugebiet tatsächlich hier mal zurücknehmen. Ja, dass dann vielleicht hier so ein kleiner Wald auch entstehen kann. So ein bisschen zur Abgrenzung zum Dorf, vielleicht doch nicht ganz so. Ne, Moment, das war falsch. So rum wollte ich. Wollte es mal wieder ein bisschen dicker machen. Und Aufforstung. Genau, aufgeforstet werden soll dann hier auch überall in diesem Bereich. Vielleicht auch hier so ein kleiner Streifen außerhalb, dass dann da noch so ein kleiner Wald entstehen kann. So, zum schon ausmalen. Kann man auch größer machen. Ne, so. So. So, so. Genau. Sehr gut. Okay. Großes Gebiet, was ja aufgeforstet werden kann. So, einer ist sogar noch untätig von den Neuankömmlingen. Da ist jetzt die Frage. Ja, vielleicht als Holzfäller, ne? Wobei, wenn das Sägewerk fertig ist, brauchen wir natürlich auch da jemanden. Aber bis dahin kannst du dich als Holzfäller verdingen und hier in unsere kleine Gemeinschaft einbringen. Sehr schön. So, oh, und hier wird schon. Robinett ist unser Förster. Schaut mal, wie schön hier mit seiner kleinen Kiepe, den Setzling da hinten drin. Da sind hier sogar die ersten Bäume schon gepflanzt worden. Sehr, sehr gut. Ich denke, falls wir Wohngebiet brauchen, sollten wir das hier an der Seite schon bis zum Wasser runter auch erlauben. Ich denke, hier kann das, wenn wir dann dieses Gebiet irgendwann mal kaufen, dann können wir es da in der Richtung auch ausweiten. So, Komfort und Gottesdienst, okay. Die ersten, die hier gerne Kirchgänger wären. Schaut es denn aus wie mit unserem Sägewerk? Kleinen Moment dauert es noch. Ja, sind natürlich ein bisschen längere Wege. Kleiner Nachteil hier von unserem Startplatz ist, dass er, naja, sagen wir mal so, relativ länglich ist. Und wir natürlich hier die Abstände einhalten müssen, damit das nicht allzu unattraktiv ist hier in unserem Dorfzentrum. Und damit haben wir natürlich jetzt schon durchaus auch ein paar Wege, die zurückgelegt werden müssen. So, schaffst du es denn fertig? Die nächsten Neuankömmlinge
nähern sich. Sehr, sehr schön. Gut, dann werden wir hier bei den Holzfällern wieder jemanden rausnehmen. Und dann hier im Sägewerk zuordnen. Dann kann eigentlich hier das Lagerhaus auch fortgesetzt werden. Natürlich müssen dafür jetzt aber dann erst entsprechend die Bretter dann auch beschafft und hergestellt werden, aus den Baumstämmen gesägt werden. Die haben ja auch eine große Säge, aber die scheint dann nur für das Fällen der Bäume benutzt zu werden und sich nicht zu eignen, um dann aus den Stämmen auch Bretter zu sägen. Bärennahrung scheint momentan kein Thema zu sein. Ja, scheint gut zu funktionieren. Sehr schön, gut. Dann denke ich, können wir uns das erlauben hier, solange das Lagerhaus errichtet wird und wir auf unsere Neuankömmlinge warten. Hier die Zeit ein klein wenig schneller laufen zu lassen. Können wir die schon erkennen hier in der Ferne? Ja, da kommen sie gerade den Hang runtergestiefelt. Hier ist auch momentan noch nichts hingebracht worden. Ah, und hier ist jetzt auch Holz, damit dann überhaupt Bretter erst gefertigt werden können. Sehr gut. Und hier werden aber schon Materialien jetzt gebracht. Und zwar Steine, sehr schön. Alle 10 Steine sind schon da. Sehr gut. Huhu, hier wird immer freundlich gewunken. Ist auch schön. Ja, hier am Markt, da wird natürlich immer ein kleiner Klönschnack gehalten. Da wird sich ausgetauscht über die Neuigkeiten hier bei uns im Dorf. Und auch über Neuankömmlinge sicherlich, die jetzt direkt, guck mal, laufen gleich los, werden Bedürfnisse befriedigt. Nahrung, Wasser. Sehr schön. So, ihr könnt euch aber halt im Sägewerk und bei den Holzfällern verdingen. Vier Bretter haben wir jetzt schon. Aber da sind auch tatsächlich noch keine hingebracht worden. Okay. Machen wir es hier nochmal einen Moment schneller. Und oh, es werden auch hier schon direkt wieder die nächsten Wohnhäuser auch gebaut. Naja, wir sind jetzt auch schon 14 Leute. Ja, Komfort haben wir jetzt ein kleines Minus, weil natürlich jetzt erst hier noch neue Wohnhäuser für unsere Neuankömmlinge errichtet werden müssen. Aber ich glaube, dafür werden auch Baumeister benötigt, ne? Da würde ich tatsächlich das aber ganz gerne hier mal priorisiert wissen. Oh, und schaut mal hier, unsere Setzlinge. Die machen sich ja ganz hervorragend. Ah, und hier können wir jetzt mal beobachten, wie aus den Holzstämmen, da wird die Rinde abgeschlagen. Hier werden die Stämme mit dem Keil gespalten. Hier werden sie dann wahrscheinlich gehobelt. Dann werden hier, sehen wir schon, fertige Bretter. Sehr schön. Gut, während wir auf unser Lager warten, schauen wir uns dann doch mal die Ressourcen an. Und schauen hier schon mal auf North Bury. Verbündet mit der Arbeiterschaft, tief in den dichten Wäldern gegründet, heißt Northbury alle herzlich willkommen. Sehr schön. Von ihnen kaufen können wir Werkzeuge, Stoff, Fisch, Haushaltswaren, Wachs und Honig. Verkaufen können wir Beeren. Oh, das ist auch gut. Behauene Steine. Behauene Steine haben wir, glaube ich, noch nicht. Ne? Wir haben einfache Steine. Ja, dafür wird dann wahrscheinlich nochmal sowas wie so ein Steinmetz oder sowas gebraucht werden. Also so eine Art Veredelungsprozess der Steine. Wein. Gut, davon sind wir auch noch weit entfernt. Golderz, Kräuter. Oh, bitte entschuldigt. Und eben Bretter. Um diese Handelsroute freischalten zu können, müssen wir aber auch erstmal 20 Bretter auf Lager haben. Aber okay, da arbeiten wir dran.
weitere Neuankömmlinge, das ist auch sehr gut. Es gibt hier viel zu tun bei uns. Wir werfen einen Blick in unser Lagerhaus. 97 Beeren. Sehr gut. Also in Ordnung im Speicher. Das funktioniert. So, haben wir jetzt mittlerweile alle Bretter da? Noch nicht ganz. Kommen die noch nicht so ganz hinterher? Naja, 4 Bretter sind da. Aber wo können unsere Neuankömmlinge arbeiten? Als Sammler tatsächlich auch nochmal. Thema Nahrung im Sägewerk. Ja, Sägewerk und als Sammler, würde ich sagen, ne? Ist vielleicht am sinnvollsten. So, jetzt sind zumindest schon mal alle Ressourcen da. Sehr gut, unsere Neuankömmlinge nähern sich hier. Kommen hier den Hang runter gewackelt. Achtung, nicht stolpern. Sonst wird hier bis ins Dorf gekullert. So, vorhin sind zwei Damen angekommen. Jetzt kommen hier zwei Herren an. Sehr schön. Wir dürfen hier willkommen heißen. Flane. Und du bist... Gifreu, sehr schön. So, und wir hatten jetzt gesagt, ihr sollt arbeiten als Sammler und hier im Sägewerk. Wobei, wenn das Lager fertig ist, werden wir da ja wahrscheinlich auch wieder jemanden als Träger benötigen. Aber solange können sie schon durchaus eine andere Aufgabe übernehmen. Ja, und hier mit unserem Wohngebiet. Ich glaube, das sollten wir hier durchaus runterziehen bis zum Wasser. Aber so sollte das erstmal auch ausreichen. So, das Lager ist fertig, sehr schön. Dann ist jetzt die Frage, wo nehmen wir jemanden raus? Ich glaube, wieder bei den Sammlern. Tut mir leid, Flane, du hast gleich eine andere Aufgabe. Du darfst hier als Träger arbeiten und dann werden wir hier jetzt Bretter zuweisen. Und warum sollten wir hier nicht auch Stein und dann Holz zuweisen? Im Zweifel, bevor dann hier die eigentlichen Produktionsstätten es nicht mehr aufnehmen können. Soll das doch besser im Lager dann gespeichert werden. So, jetzt soll man eine Handelsroute vorbereiten, um vom Austausch mit den Nachbardörfern zu profitieren. Okay, sehr gut. Dafür brauchen wir jetzt dann am ersten Mal 20 Bretter. Sägewerk ist aber auch voll besetzt. Also da kann durchaus gewerkelt werden. Aber es gibt tatsächlich nicht groß was anderes zu tun. Im Moment, deswegen würde ich nochmal einen kleinen Tick schneller machen, solange wir jetzt dann auf unsere Bretter warten. Oh, und das Lager füllt sich aber schon. Steine sind schon angekommen. Und Bretter und Holz noch nicht. Ach schön, wie das irgendwie so wächst und gedeiht. Hier können 6 Leute wohnen. Ah, okay, das ist so ein doppeltes Haus. Die haben das schon ausgebaut. Rohstoffe fehlen. Wo fehlen Rohstoffe? Im Sägewerk? Oh, es fehlt. Ja, es fehlt Holz. Aber eigentlich ist genug da. Und es sind auch genug Bretter da mittlerweile. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal um die Handelsroute kümmern. Sehr schön. Die Pracht unseres Dorfes hat sich erholt.
Und das gewöhnliche Volk hat von eurem Land gehört. Sehr schön. Und auch das Königreich. Ein paar Adlige haben von eurem Land Notiz genommen. Sehr, sehr schön. Und auch beim Klerus offensichtlich. Der Klerus zeigt Interesse an euren Landen. Okay, so jetzt sollen wir hier den Verkauf von Holz erlauben. Dafür gehen wir hier auf die Ressourcen, nämlich von Holz, von Brettern, und sagen, alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Aber 0 ist mir zu viel. Ich würde da ganz gerne 20 für uns immer haben. Und gleichzeitig, was wir brauchen werden, aber noch eine gewisse Zeit nicht selbst herstellen können, sind Werkzeuge. Deswegen würde ich bei den Werkzeugen schon mal den Einkauf planen, denn das können sie aus Northbury uns verkaufen, dass wir dort Werkzeuge kaufen. Und die haben doch auch Beeren genommen, ne? Ja. Dann werden wir auch, bringt zwar nur eine Beere, oder naja, eine Beere, eine Münze, aber auch Beeren werden wir mal alles verkaufen, was wir über 80 Beeren haben. Und einen weiteren Ratschlag können wir uns anhören. Das Gutshaus. Eine fröhliche Frau kommt auf dich zu und sagt, sie und ihre Leute wollen euch für eure harte Arbeit danken. Tatsächlich habt ihr schon einiges bewirkt. Sie schlägt vor, dass ihr ein Gutshaus und eine große Halle baut, um die Siedlung zu verwalten. Fügt dann noch eine Kämmerei hinzu. Okay. Ein Gutshaus. Dann ist natürlich erstmal die Überlegung, wo platzieren wir denn das? Und das wird jetzt schon, ja, so eine erste Platzfrage irgendwie, ne? Aber könnte man das Gutshaus vielleicht hier noch an diesem Weg so ein bisschen, ja, so in diesem Bereich im Halbkreis, so halb dem Dorf, halb dem Wasser zugewandt? Das finde ich ist eigentlich schon ein ganz schöner Platz. Muss man erstmal hier so ähnlich wie beim Marktplatz hier sagen, wo das Ganze errichtet werden soll. Und dann sollen wir eine große Halle bauen. Eine rustikale Halle. Ah, okay, das hat auch positiven Einfluss auf die Attraktivität. Ja, dann ist es vielleicht doch eher so ein bisschen in diese Richtung als in die Richtung doch eher dem Dorf zugewandt. So, wann braucht es mehr Ressourcen? Jetzt. Dann denke ich, ist das so okay. Bauen wir das erstmal so. Eine Tür braucht das Ganze noch. Die setzen wir erstmal hier vorne hin. Und hier so ein Standort, wo man dann hier vor dem Gutshaus warten kann. Sehr gut, und dann werden wir das schon mal in Auftrag geben. Und ich habe von neuen Neuankömmlingen gehört. Sehr schön. Und dann werden wir hier natürlich auch schauen, wie wir die beschäftigen können. Ich denke, hier ist jetzt Sammler nicht schlecht, zumal wir Beeren auch verkaufen. Und vielleicht als Bergarbeiter. So, wie sieht es denn aus? Haben wir auch schon Handel getrieben? Ach, schaut mal hier hinten. Der geht schon. Okay. Kehren wir mal kurz hier ins Dorf zurück. Was von oben so ein bisschen drauf schauen und schauen mal, ob der schon etwas gekauft hat. Verkauft? Nein. Gekauft aber auch noch nichts. Okay, das schien für den dann ein bisschen zu früh noch gewesen zu sein. Schien noch nicht zu wissen, was er hier bei uns kaufen darf. Das Aufforsten werde ich dann hier doch nochmal wegnehmen vor dem Gutshaus. Da brauchen wir dann nicht unbedingt hier die
Also die Verbindung vom Gutshaus so zum Dorf, die sollte dann natürlich frei sein. Wobei hier hinten durchaus... Hier kann ruhig aufgeforstet werden, das ist schon in Ordnung. Und das Gutshaus wächst sogar schon, wow. Ein paar Werkzeuge fehlen noch, aber eigentlich alles da. Ah, da oben kommt ein neuer Händler an, sehr, sehr schön. Gut, der wird uns dann hoffentlich, Bretter noch nicht abkaufen, dafür haben wir noch zu wenig. Aber vielleicht kann er uns ein paar Beeren abkaufen. Gut, das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Und da bin ich schon sehr, sehr zuversichtlich, dass dann auch unser Gutshaus schon fertig sein wird. Also, ich freue mich drauf, seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit am Start. Bis dahin, macht es gut, euer Henri.